Highlights. Heute geht's weiter mit meiner Budget-Folder-Reihe. Ich will euch heute mal das Teil hier zeigen. Das Ganzo G728. Wieder Ganzo-mäßig. Top-Verarbeitung. Diesmal ein federunterstützter Flipper. Stonewash-Kling. Liner-Lock. Der steht auch ziemlich gut. Sehr leicht zu bedienen. Geht butterweich rein. Und raus sowieso. Die Verarbeitung ist wieder absolut klasse. Handlage, Handschuhgröße 9 habe ich. Ja, also top. Das habe ich noch unbenutzt, noch nichts geschnitten. Probieren wir mal. Ja. Also das ist wieder ganz so mäßig scharf. Richtig scharf. Was gibt es noch dazu zu sagen? Die technische Daten wollt ihr bestimmt wieder wissen. Also auf jeden Fall alles tipptopp gemacht, ne? Stonewash Pocket Clip. Sehr merkwürdig die Achsschraube diesmal. Die hat hier aber so einen Ständer drin. Man kann es also mit irgendeinem Bit öffnen. Wobei, das ist jetzt so out of the box. Kann man echt nichts sagen. Klingenspiel gibt es weder hoch noch runter. Das ist wieder der ganz so mäßige 440C Stahl. Die Klinge ist 9 cm. Die Klingehöhe so ist 2,3. Das Teil ist 3 mm dick. Schwarze G10 Griffschale mit einer ziemlich rauen Rifflung. Ja. Zugeklappt, so ist es 11,4 cm. Und so ist es 20,4. Teil wiegt 130 Gramm. Und einen Mangel konnte ich bis jetzt nicht finden. Tipptopp Teil. Spielspaß natürlich. Ach, das ist einfach hellisch. Vielleicht, ich weiß jetzt nicht. Das muss jeder selbst wissen. Ich will mir so federunterstützte Messer nicht in die Hosentasche klippe. Da habe ich viel zu viel Schiss, dass das Teil in der Hose aufgeht. Ja, da macht man sich den Clip lieber ab. Und stoppt sich in Etui. Noch dazu, wenn ich das jetzt so hab, ist zwar super Handlage, aber ich spüre das hier in meiner Hand. Und auf Dauer weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es mal wieder ein super Budget-Folder. Zu einem Top-Preis.
Klingestand ist absolut top, ne? Kann man echt nicht motze. Wer auf sowas steht. Ich finde es gut. Ich habe es jetzt noch nicht im Hardcore-Test rauskarte. Wie gesagt, es ist noch ziemlich neu. Unbenutzt. Wollte ich euch mal zeigen, das ist eins. Noch eins von den Gansos. Das war's. Zu dem Messer. Ciao.